Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Heute machen wir was ganz Besonderes. Wir haben zwei Premieren im Video, nee, sogar drei. Und dafür habe ich heute Vitali dabei. Vitali ist unser Neuwagen-Online-Verkäufer, richtig? Ja, genau. Und er darf mich heute unterstützen und fährt ein Auto, was wir noch nie im Video hatten. Und sag doch mal, was du dabei hast. Den IONIQ 5. Quasi als Mitbewerber zum EQB. Genau. Und schauen heute einfach mal, wie die Reichweite so ist. Und ganz wichtig, wir haben das eigentlich nur so spontan überlegt oder Julian hatte die Idee, wir haben einen neuen Standort. Hyundai in Oldenburg, ein Auto aus Anders, wird jetzt demnächst Hyundai in Oldenburg verkaufen. Dementsprechend haben wir uns gedacht, heute ist die Neueröffnung, wir fahren da mal hin und verbinden das gleichzeitig mit den Verbräuchen der beiden Fahrzeuge. Das heißt, wir werden vergleichen, wie viel wir gucken erstmal, was die Werksangabe ist an Verbrauch. Dann werden wir auf der Autobahn, ich sag mal so zwischen 130 oder so 130 werden wir fahren, oder? Dann werden wir einmal die Höchstgeschwindigkeit testen, ob die Autos wirklich das halten, was sie versprechen. Und zwischendurch machen wir eine Pause und gucken mal, wie die Reichweite aussieht und natürlich auch, wie der Verbrauch aussieht. Viele von euch kennen vielleicht schon den EQB. Wir haben hier den Mercedes-Benz EQB 300 4MATIC. Sprich, wir haben 228 PS. Wir haben eine Reichweite von ungefähr 400, 450 Kilometern. Angegeben sind 423 nach WLTP. Das heißt, im Winter wird es dann doch ein bisschen weniger sein. Nichtsdestotrotz haben wir eine Verbrauchsangabe von 18,1 bis 19,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und da bin ich mal gespannt, wie das heute bei den perfekten Wetterbedingungen aussieht. Denn eigentlich brauchen wir keine Heizung und theoretisch auch keine Klimaanlage. Nichtsdestotrotz werden wir die Klimaanlage auf 21 Grad bei beiden Fahrzeugen einstellen, um dann zu schauen, dass wir ungefähr gleich sind, gleich auf sind. Ansonsten, Mercedes EQB, ich finde ihn extrem schön. Hier mit der Electric Art Line Exterior. Wir könnten im EQB bis zu 7 Sitzplätze kriegen. Wir haben ein sehr variables Raumkonzept, dass wir halt unsere Rücksitze umklappen können. Wir haben ein PKW-ähnliches Fahrzeug. Also er sieht jetzt nicht aus wie ein abgespacedes Elektroauto, sondern man guckt das Auto an und sieht, alles klar, das ist ein Mercedes. Und das gefällt mir tatsächlich besonders gut. Und ja, ansonsten werfen wir einen kleinen Blick ins Auto. Das gewohnt typische Mercedes-Benz MBUX-System. Super schöne Auflösung, wertige Verarbeitung, alles fühlt sich ganz gut an. Hinten ausreichend Platz und da ist jetzt die Frage, Vitali, nur ganz kurz vorweg. Vitali ist nicht unser Hyundai-Verkäufer, sondern unser Online-Verkäufer der Auto aus Anders-Gruppe. Das heißt, wenn ihr einen Neuwagen haben wollt, ist er der richtige Mann. Aber heute darf er den Hyundai vertreten und ich glaube, das macht er ganz gut. Deswegen gucken wir uns mal einmal ganz kurz den hinteren Bereich des EQBs an. Und Vitali, du hast dein Hyundai ja schon ein bisschen testen dürfen. Sieht das größer oder kleiner aus? Auch für deinen ersten Blick. Also für meinen ersten Blick ist es etwas anders, aber ich denke, da sind die sehr ähnlich. Okay. Weil auch hier die verstellbare Rückbank genauso wie dort. Ich wollte nämlich gerade sagen, der hat eine verstellbare Rückbank, aber... Genau, hier haben wir natürlich die Möglichkeit der zusätzlichen zwei Sitze. Mhm. Die haben wir beim IONIQ nicht, aber genau. Aber auch platztechnisch muss man sagen... Platztechnisch sind wir hier natürlich ein bisschen besser aufgestellt, ja. Aber auch nur minimal, ne? Denn es gibt ein Vorteil, den ich, muss ich eingestehen. Ich glaube, wir haben eigentlich normalerweise einen Kofferraumvolumenunterschied von, ich glaube, 150 Litern ungefähr. Mhm. Dann kommt aber dazu, dass der IONIQ 5 einen Frunk hat, also einen vorderen Kofferraum. Und den haben wir hier leider nicht. Genau. Aber deswegen kommt meine Spezialität, ich mache mal ganz kurz. Das ist übrigens Julians Kamera-Equipment hier. Das müssen wir natürlich immer dabei haben. Und ich zeige euch mal was Besonderes, was es sonst so in dieser Art in einem Elektroauto seiner Klasse nicht gibt. Und zwar innerhalb von Sekunden haben wir hier zwei weitere Sitzplätze. Natürlich muss man da mal gucken, dass das bis zu einer gewissen Größe geht. Ich weiß gar nicht, jetzt erinnere ich mich nicht mehr ganz genau, ich glaube auch mal bis 1,60. Meine ich auch. Aber theoretisch könnte ich doch trotzdem sitzen, wir haben das schon mal ausprobiert. Ja. Wollen wir beide mal nach hinten gehen? Auf jeden Fall. Genau, Julian hat recht, wir haben zu dem EQB schon mal ein Video gemacht. Allerdings nicht in diesem Umfang. Deswegen gehen jetzt Vitali und ich mal nach hinten in die dritte Sitzreihe und schauen mal, ob wir beiden da sitzen können. Heute sind wir die zwei weiteren Kinder. Hey, das geht aber, oder? Kuschelig. Am Kopf ein bisschen eng. Ich müsste jetzt so keine 700 Kilometer fahren, aber ich glaube, nach Oldenburg würde ich aushalten. Julian, fährst du heute? Ja. Alles klar. Also für die Mercedes-Zuschauer unter uns, ihr habt einen groben Einblick in den EQB bekommen. Und nichtsdestotrotz
ist es uns eigentlich relativ wichtig, auch den IONIQ 5 zu zeigen. Denn auch wir als Anlassgruppe werden Hyundai vermarkten oder vermarkten es jetzt schon und werden auch Hyundais verkaufen. Deshalb gucken wir uns nachher mal den IONIQ 5 an, ohne das Ganze bewerten zu wollen. Aber wir gucken mal, wer nachher den besseren Verbrauch an den Tag legt. Denn das ist nämlich eigentlich mein größter Wille, dass der EQB auf jeden Fall weniger verbraucht als der IONIQ 5. Weil meistens liegt ja auch am Fahrer. Schreibt doch mal, ob ihr in Zukunft mehr solcher Vergleiche haben wollt und vor allen Dingen, ob ihr auch mal mehr zu Hyundai wissen wollt. Jetzt nicht die hier direkt auf dem Kanal, aber wir haben die Autos hier vor Ort und können natürlich auch noch mehrere Vergleiche darstellen. Und wenn es für euch interessant ist, lasst einen Daumen hoch da, schreibt es in die Kommentare und dann können wir schauen, ob wir was Neues auf den Markt bringen beziehungsweise mal was Neues ausprobieren und ja, ob es euch gefällt. So, eine Sache noch, bevor wir gleich loslegen. Das Wichtigste für eine Verbrauchschallenge ist natürlich der Verbrauch. Joschka, wie sieht es bei dir aus? Also die angegebenen Verbrauchswerte sind hier kombiniert, also ganz grob nach WLTP von 18 bis ca. 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also hier sind wir in der mittleren Motorisierung. Hier haben wir lediglich die Angabe von 17. Von 17 Kilowattstunden, okay. Genau. Das heißt, mittlere Motorisierung bedeutet dann bei diesem Auto Heckantrieb. Mhm. Mit 230 PS. Okay. Und beim EQB 300 haben wir auch im Endeffekt die mittlere Motorisierung, damit es besser vergleichbar ist. 228 PS, aber dafür Allradantrieb. Dementsprechend kann auch sein, dass der Verbrauch etwas höher ist. Vitaly jetzt gewonnen. Theoretisch, also nach den reinen Fakten, wäre Vitaly natürlich der Gewinner. Aber das schauen wir mal, ob das wirklich so ist, denn ich bin ein guter Fahrer. Schauen wir mal. Aber Vitaly auch, glaube ich. Okay, los geht's. Alles klar. Julian und ich sitzen jetzt schon mal hier im EQB und Vitaly ist hinter uns mit dem IONIQ 5. Julian, kann man das sehen eigentlich, wenn du nach hinten filmst, wie der hinter uns im Windschatten hängt und versucht, Strom zu sparen? Geht. Okay. Ich glaube, das müssen wir gleich mal ändern, dass er auch mal vorne fährt. Aber was ich euch sagen wollte, wir haben jetzt unsere ersten 2 Kilometer hinter uns, also sind gerade gestartet. Und jetzt möchte ich euch mal den Verbrauch zeigen. Der Verbrauch liegt nämlich jetzt bei 21,5, geht gerade sogar runter, während ich hier fahre. Und meine Reichweite liegt bei 411 Kilometern. Das heißt, das ist schon mal sehr nah dran, denn die angegebene Reichweite ab Werk von Daimler ist 423 Kilometer nach WLTP. Der Akku ist nicht ganz voll, deswegen passt das auf jeden Fall mit 411 Kilometern. Und ja, der Verbrauch ist jetzt noch minimal über der Werksangabe. Deshalb werde ich aber mal schauen, was da gleich wirklich bei rauskommt, wenn wir an unserem Ziel angekommen sind. Und dann, auch ganz wichtig, schauen wir uns mal an, wie der Verbrauch ab Reset aussieht. Denn ich gucke mal eben, ohne dass ihr mitguckt. Okay, der Wagen wurde jetzt als Vorführwagen genutzt über 554 Kilometer. Und da steht auch ein Verbrauch bei, den gucken wir uns ganz am Ende an. Und natürlich auch mein Verbrauch ab Start, ob ich diesen Verbrauch, den der Wagen jetzt hat, unterbieten kann. Oder ob ich sogar höher liege. Und dann natürlich ganz wichtig, wie weit ich unter dem Verbrauch von Vitaly bin. Nicht wie weit ich drüber, sondern wie weit ich da drunter bin. Aber ja, es bleibt spannend und ich freue mich auf diese kleine Challenge. Und ich freue mich auch das erste Mal auch für mich, deswegen die dritte Premiere, nicht nur Premiere Vergleichsfahrt, nicht nur Premiere Hyundai, sondern sogar die Premiere der Eröffnung des Autohauses Anlass Hyundai in Oldenburg. Und da gucken wir mal ganz kurz vorbei. Das ist für euch vielleicht nicht ganz so wichtig, aber für mich ist das eine Premiere. Genau, Klimatisierung ist natürlich ein großer Faktor. Im Winter wissen wir alle, dass die Reichweite dann geringer ist. Aber so wie wir es jetzt haben, sind es eigentlich perfekte Außentemperaturen, um so einen kleinen Verbrauch zu machen der beiden Fahrzeuge. Und wenn ihr wollt, machen wir das gerne auch mal im Winter, denn damit wir auch da sehen können, was dann wirklich passiert. Wir haben euch ja einen Höchstgeschwindigkeitstest versprochen und dementsprechend gucken wir mal, wie schnell der EQB wirklich fährt. Und tatsächlich 163. Also 160 km/h ist auf jeden Fall die angegebene Höchstgeschwindigkeit, die erreicht er. Und ja, ist okay, ich fahre gern schneller, aber es reicht auf jeden Fall, um ans Ziel zu kommen. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir in Oldenburg angekommen sind. Wir haben unser Ziel erreicht. Naja, das Ziel ist eigentlich erst wieder ein Fechter, aber das Zwischenziel, was wir erreichen wollten, unser Hyundai Autohaus in Oldenburg, ist jetzt hier hinter uns. Und dementsprechend haben wir gesagt, bei Mercedes haben wir uns den Mercedes EQB angeguckt. Und jetzt ist Vitaly dran und zeigt euch den Hyundai IONIQ 5. Und ganz wichtig, den Verbrauch
werden wir jetzt noch nicht verraten, denn ich hatte ja eben Ballast an Bord, unseren Kameramann und Chef Julian. Und tatsächlich ist Vitali die ganze Zeit hinter mir hergefahren. Das heißt, er hat sich schön den Windschatten von mir geschnappt und wollte ich ungern mit ihm machen lassen. Deswegen werden wir rückwärts mal gucken, wie es dann wirklich aussieht und gucken uns dann den Verbrauch in Vechta wieder an und dann sehen wir, wer das bessere Auto hat oder wer der bessere Fahrer ist. Aber jetzt geht's an Vitali. Beides. Ja, oder genau. Genau. Hier hat sich Hyundai trotz Sports Utility Vehicle Charakter die Mühe gemacht, die CW-Werte niedrig zu halten. Durch die aerodynamische Form sieht man hier an der runtergezogenen Motorhaube. An anderen spezifischen Merkmalen noch. Genau. Also da muss man auch sagen, finde ich, man sieht richtig, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, dass der EQB so ein bisschen mehr an den normalen, gewohnten PKW angelehnt ist. Richtig, genau. Und der Ioniq 5 hier schon so ein bisschen mehr ins Futuristische geht. Also dass man gar nicht mehr sagt, das ist ein typischer PKW, sondern eher schon ein Auto, was... Genau. Was, deswegen ist auch interessant wahrscheinlich, wie der Platz aussieht. Das haben wir beim EQB schon mal angeguckt. Schaut mal rein und ich bin gespannt. Genau, hier haben wir einen ganz klassischen Fünfsitzer. Man sieht den etwas höheren Einstieg, weil auch hier die Batterie im Unterboden verbaut ist. Doch alles noch mal anders aus wie bei Mercedes. Ja. Sehr geräumig. Genau. Keine Metric-Konsole, oder? So. Ist aufgesetzt, ne? Genau. Und kann man leider nicht runterstellen. Aber erfüllt seinen Zweck. Wir sehen auch hier hinten massig Platz, sodass auch ein großgewachsener Julian reinpassen würde. Genau, mit viel Gewicht. Sollen wir nochmal den Test machen, Joschka? Also, wir haben gegenseitig wiegen, Joschka? Nein, auf gar keinen Fall. Da will ich gar nicht mitmachen. Da enthalte ich mich. Aber setz dich mal rein, Joschka. Aber der Fairness halber, wir haben ja eben beim EQB in der dritten Sitzreihe gesessen, müssten uns dementsprechend auch gleich mal in die zweite Sitzreihe setzen. Genau. Denn, hier sehe ich schon... Hier ist schon eine Menge Platz. Aber ja, wir setzen uns gerne mal rein. Ich gehe mal auf die andere Seite wieder hier. Oh ja. Also hier üppig und ja. Platz. Also ich saß gerade auch vorne sehr entspannt und sehr weit hinten. Ja. Genau. Kann sich sehen lassen. Ja. Also auf jeden Fall viel Raum und man merkt auch, dass das Fahrzeug um einiges breiter ist. Ne? Genau. Ja, ansonsten, wir gucken uns nochmal den Kofferraum an und ganz wichtig, ich möchte unbedingt diesen versprochenen Kofferraum vorne sehen, also den Trunk, den wir bei Mercedes nicht kennen. Ja, können wir gleich mal eben schauen. Genau, das ist der Kofferraum, knapp 500 Liter. Hier haben wir noch ein Ablagefach unten für die ganzen Ladekabel und so weiter. Aber die können wir auch natürlich vorne verstauen. Ganz wichtig, nur in der kleineren und mittleren Version haben wir da 57 Liter und in der größten schrumpft das Ganze auf 27. Größte Version meinst du mit Akkugröße? Oder? Mit Allradantrieb und okay. Der größeren Motorisierung. Okay, alles klar. Ja. Genau. Und schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hier finden wir schick unter der Ablage verpackt. Ach gut, das ist eigentlich passend, sodass man auch auf Urlaubsfahrten einfach vorne das Kabel rausnehmen kann. Ne? Das stimmt, ja. Genau. Also das ist eine coole Sache, muss ich sagen. Das würde ich mir tatsächlich bei Mercedes wünschen. Das ist aber auch das Einzige, was ich mir bei Mercedes wünsche. Ansonsten bin ich voll bei dem Auto. Und Fahrgefühl so sonst? Ja, ansonsten fährt souverän. Piepst viel. Aber ja. Ansonsten gucken wir jetzt mal den Standort hier in Oldenburg an, unseren Hyundai-Standort. Und danach machen wir uns wieder auf den Weg. Du kriegst Julian. Das heißt, ihr filmt mal so ein bisschen hier aus dem Auto. Und dann gucken wir in Vechta nach, ich glaube, da sind es ungefähr 100 Kilometer sogar, vielleicht ein bisschen mehr, wie der Verbrauch dann wirklich aussieht. Genau. Und auch da müssen wir natürlich nochmal testen, wie die Höchstgeschwindigkeit hier ist. Ich glaube, das ist etwas schneller, aber dann wird sich natürlich auch zeigen, wie der Verbrauch nachher aussieht. Alles klar. Okay, wir gehen wieder auf die Bahn, sobald wir uns hier alles angeschaut haben. Also Joschka hat uns gerade darauf aufmerksam gemacht, wir sollten noch unseren Höchstgeschwindigkeitstest noch machen.
Ich schätze, er möchte damit nur unseren Verbrauch in die Höhe treiben. Aber wir testen trotzdem mal aus, was der Ioniq 5 so kann. Los geht's. Wie viel ist der angegeben? Also angegeben sind 185. Und ich glaube, er zeigt ein klein bisschen höher an. Aber es ist natürlich immer die angezeigte Geschwindigkeit. Da sind wir 190 abgeriegelt. Ja, genau. Also da passiert dann auch nichts mehr, ne? Genau. Also schon stattlich und auch, wenn man es mal zum Überholen benötigt, auch ein ganz gutes Tempo, denke ich. Aber die meiste Zeit, wenn man effizient fahren will, fährt man auch im Bereich irgendwo um die 120, 130 herum. Also um eine vernünftige Reichweite auch zu erreichen. Da geht ja jetzt wahrscheinlich aber es war, auch richtig hoch. Genau, genau. Ist aber bei allen E-Fahrzeugen so, ne? Also generell auch bei allen Autos geht auch der Verbrauch dann in die Höhe, ne? Ja, bei anderen Autos sind sich die Leute das nicht immer so bewusst, ne? Ja, genau. Also hier testen wir ja gerade die Reichweite, von daher. Wir haben unsere Verbrauchs- bzw. Vergleichsfahrt beendet. Ich glaube, es waren jetzt 113 Kilometer. Einmal zu Hyundai nach Oldenburg, also Autohaus Anders Hyundai in Oldenburg und wieder zurück zum Autohaus Anders hier in Vechta. Und die Werksangabe vom Ioniq 5 ist 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Beim EQB 300 mit Allrad natürlich liegt die Werksangabe bei 18,1 bis 19,4. Und jetzt ist die Frage, wer von uns beiden hat weniger verbraucht? Allrad oder nicht Allrad? Ja, gehen wir mal schauen, oder? Bei mir zuerst? Ja. Wieso das denn? Warum denn nicht? Nee, ich finde, wir gehen erstmal da gucken. Schauen wir, schauen wir bei einem Gastbeitrag das Auto. Gute ist nämlich, bei Vitali weiß ich, was er verbraucht hat, aber Julian und Vitali wissen noch nicht, was ich verbraucht habe. Okay. Bin mal gespannt sein. Okay, das heißt, du hast einen Verbrauch von? 18,3. 18,3 Kilowattstunden und das bei einer Geschwindigkeit. Ich habe vorher ein bisschen zu viel versprochen. Wir haben die Autobahn relativ voll und wir haben eigentlich immer so eine Geschwindigkeit zwischen 110 und 100. Also eigentlich waren wir so 120 immer um den Dreh. Ne? Genau. Wir haben auch bei beiden Autos ja getestet, wie schnell wir fahren. Also bloß da natürlich ja, genau. Genau, richtig. Und das heißt, ihr seid jetzt über der Werksangabe 1,3 Kilowattstunden. Ja. Okay. Klingt aber mit High-Speed-Test jetzt eigentlich ganz solide, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir noch auf die Gesamtreichweite eingehen? Gerne. Also wir haben hier jetzt nach den 113 Kilometern, wie wir sehen, noch 73% und noch angegebene 322 Kilometer Restreichweite. Ja genau, das hab, ich habe es bei mir, weiß ich gar nicht mehr, was hatte ich vorne, von vornherein stehen? 415? 411, 411, ja, genau, richtig. Da ist ein bisschen weniger, aber jetzt kommen wir zu meinem Verbrauch. Ich habe verbraucht 18,6 Kilowattstunden. Das heißt, ich bin voll in der Werksangabe drin, leider aber über deinem Verbrauch. Ja. Aber es ist minimal. Das wird am Windschatten gelegen haben. Ja, genau. Wir haben jetzt auch Rückenwind. Ja. Heute Morgen war es noch nicht so ganz windig. Das sagt er jetzt, Nur weil er so weit über der Werksangabe genau. ist. Nein, also wirklich vollkommen in Ordnung. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich angestrengt, sparsam zu fahren. Klimaanlage war trotzdem an, auf 19 bis 20 Grad immer. Und ja, das Einzige, was ich nicht verstehe, als wir losgefahren sind, hat das Fahrzeug gesagt, eine Reichweite von 415 Kilometern. Und jetzt haben wir noch eine Restreichweite von 261 Kilometern. Ist wahrscheinlich ein bisschen großzügiger hochgerechnet. Ne? Ja, das kann natürlich sein, ja. Ja. Aber sonst sind wir, also eigentlich können wir sagen, wir sind voll zufrieden. Natürlich hätten wir schneller fahren können, aber es war an sich eine entspannte Fahrt und wir sind jetzt nicht extrem langsam gefahren. Also wir sind wirklich normal mit dem Verkehr mitgeschwommen. Und ja, also ich finde sonst so der Verkehr. Der Verbrauch, genau, das ist auch ganz wichtig. Der Wagen wurde ja schon jetzt einige Kilometer bewegt und ab Reset war das letzte Mal, also 663 Kilometer hat er jetzt ab Reset gefahren und der Verbrauch liegt bei 18,7 Kilowattstunden. Also auch auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Klar haben wir jetzt im Sommer die besten Temperaturen, im Winter wird das etwas anders aussehen, aber nichtsdestotrotz, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Kunden, die vorher gefahren sind, immer sehr bewusst auf den Verbrauch geachtet haben. Dementsprechend kommt das auf jeden Fall hin. Und guter Durchschnittswert, ja. Ja, auf jeden Fall.
Und im Endeffekt ist es bei dem Ioniq 5 ja genauso. Als du vorhin eingestiegen bist, war er auch noch nicht resettet. Und genau. Er stand auch so zwischen 18,5 und 18,3. Ne? Genau. Ja. Wir sind zufrieden. Also wenn ihr wollt, dass wir so einen Vergleich mal öfter machen oder ihr vielleicht auch mehr zu Hyundai wissen wollt, dann gibt es auf jeden Fall, oder nein, dann gibt es vielleicht in Zukunft einen weiteren Kanal, wo ihr nochmal Infos bekommen könnt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und denkt an Vitali, wenn ihr ein neues Auto haben wollt, dann ist er euer Mann. Konfigurationsberatungen stehen schon bereit. Und wenn es um Angebote und ich freue mich auf euch. Wissensfragen geht, bist du da, ne? Ja. Alles klar. Damit verabschieden wir uns. Vitali Borgmann, Julian Giesecke hinter der Kamera und ich bin Joschka Gossel vom Autohaus Anders und Fechter.